Ja, in dem Video, was wir gerade gesehen haben, sprechen die Mädchen den Einfluss von Klimawandel an. Zu diesem Thema Klimawandel begrüßen wir jetzt den Meteorologen und Klimaforscher Professor Dr. Mujib Latif. Herzlich willkommen, Herr Latif. Ja, schön. Herr Latif, im Weltwasserbericht 2020 steht, dass die gemachten Fortschritte, alle Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, durch den Klimawandel verlangsamt werden oder beziehungsweise wurden, beziehungsweise sogar schon umgedreht wird. Wie sieht denn nach Ihrer Einschätzung die Wasserversorgung im Jahre 2030 aus? Ja, der Klimawandel, der beeinflusst ja den gesamten Wasserhaushalt auf der Erde. Ja. Und insgesamt wird es zwar mehr Niederschläge geben, das ist ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang zwischen Temperatur und Niederschlägen, aber regional wird es sich sehr, sehr unterschiedlich darstellen. Und Okay. deswegen kann man, ja, wenn man es mal ganz grob zusammenfassen will, sagen, dass der Klimawandel, was Trinkwasser angeht, irgendwo unsozial ist. Dort, wo es ohnehin schon viel Wasser gibt, da wird Ja. es vermutlich noch mehr Wasser geben. Okay. Und dort, wo es wenig Wasser hin gibt, wo ohnehin schon es halbtrocken oder trocken ist, da wird es noch weniger Wasser geben. Und deswegen muss eben gerade unser Fokus auf die Menschen gerichtet werden, die heute schon in prekären Verhältnissen leben. Also wo es jetzt schon weniger gibt. Welche Region sind denn diejenigen, wo es noch mehr Wasser geben wird? Bei uns? Ja, bei uns, ich meine, das heißt nicht immer, dass es positiv ist. Das haben wir ja nun gerade Ja. durch die schreckliche Flut im Juli erlebt. Andererseits muss man aber auch sagen, dass selbst bei uns, wo es normalerweise viel Wasser gibt, es durchaus im Sommer auch mal Trockenheit geben kann. Ich möchte noch mal an den Sommer 2018 Das war erinnern. der heiße Sommer, ja. Genau, der heiße Sommer, der überhaupt nicht enden Ja. wollte. Und davon hat sich die Landwirtschaft immer noch nicht, zumindest in Teilen Deutschlands, immer noch nicht erholt. Also Ja. das Grundwasser ist noch nicht wieder aufgefüllt, wie es hätte sein sollen. Okay. Und insofern muss man sehen, dass man irgendwie ein völlig neues Wassermanagement entwickeln. Und unabhängig davon, wo man jetzt auf der Erde ist, überall, ja, und man muss sich den Gegebenheiten irgendwie versuchen, so gut es geht, anzupassen. Das heißt, dort, wo es weniger wird, muss man eben noch sparsamer sein, vielleicht neue Möglichkeiten der Bewässerung finden. Da, wo es dann sehr viel ist, ja, da muss man dann auch Wege finden, wie man zum Beispiel sich besser vor den Wassermassen schützen kann. Retten kann. Ja, das sind eben genau diese Projekte, die wir mit Plan auch machen. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Die Corona-Pandemie, hat die denn eigentlich einen positiven Einfluss auf den Klimawandel gehabt? Ja, im Prinzip schon, aber das war eben nicht nachhaltig. Und Nicht ich würde relevant. es eben gerne mal erklären. Im Gerne. Jahr 2020, da es geht ja in erster Linie beim Klimawandel um Kohlendioxid, CO2, ja. Ja. Und der CO2-Ausstoß ist also deutlich gesunken im Jahr 2020, weil es sind kaum noch Autos gefahren, Flugzeuge waren am Boden und so weiter. 8% weltweit Weniger? weniger. Okay. Das war der stärkste Rückgang seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ach. Aber jetzt in diesem Jahr sehen wir genau die gegenteilige Entwicklung. Die ersten Schätzungen sagen 5, 6, 7% mehr CO2. Das heißt also, wir haben daraus nicht so richtig gelernt, weil was eigentlich passieren müsste, um den Klimawandel zu begrenzen auf das Maß, was im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden ist, heißt, dass wir eigentlich jedes Jahr jetzt reduzieren müssten und nicht nur, wenn gerade mal eine Krise da ist, wie Corona. Ja. Und insofern haben wir bis jetzt jedenfalls noch nicht so fürchterlich viel aus Corona gelernt. Aber ich hoffe, dass die Einsicht trotzdem wächst und wir dann doch den Weg in die Nachhaltigkeit finden, bevor es dann wirklich zu spät ist. Und Sie haben es gerade angesprochen, dieses Pariser Klimaabkommen. Papier ist ja, wie man so schön sagt, Geduldig. geduldig, genau, kam gerade nicht auf das Wort. Was machen denn solche Klimaabkommen überhaupt noch aus, wenn es dann doch nicht eingehalten wird? Ist das dann irgendwie noch relevant, so eine Konferenz zu halten? Ja, es gibt ja keine Alternative, das muss man einfach sehen. Ich meine, wenn ein Land sich irgendwie nicht bemüht, CO2 zum Beispiel zu verringern, können wir da nicht einmarschieren. Ja? Und wir wollen ja auch alle keine Öko
Diktatur, sondern das muss irgendwie mit Vernunft geschehen, mit Einsicht geschehen. Und obwohl im Moment die Parameter eigentlich immer noch so in die falsche Richtung zeigen, sehe ich aber auch positive Zeichen. Und ich möchte einfach mal zwei, drei von diesen positiven Zeichen nennen. Das eine ist die Jugend. Mhm. Ja, Fridays for Future, also die haben schon unheimlich viel bewegt, auch wenn es noch nicht reicht, aber immerhin, wenn ich an die letzte Bundestagswahl denke, an den Vorwahlkampf, an den Wahlkampf, da spielt der Klima überhaupt keine Rolle. Heute ist es eins der ganz, ganz wichtigen Themen. Mhm. Das Wort Klima kommt in jedem Wahlprogramm vor und Klimaschutz genauso. Das heißt also, man sieht, es passiert etwas. Dann möchte ich gerne erwähnen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eben nochmal deutlich gemacht hat, dass es so nicht geht. Wir können den nachfolgenden Generationen nicht immer mehr Lasten aufbürden, sondern wir müssen auch etwas tun. Und das ist, glaube ich, von unglaublicher Bedeutung, weit über das Thema Klima hinaus. Und als dritten Punkt möchte ich doch auch etwas Positives Deutschland sagen. Deutschland hat die erneuerbaren Energien, also Sonnenkraft, Windkraft und so weiter, überhaupt erst bezahlbar gemacht. Nur weil Deutschland damit angefangen hat, gibt es jetzt eigentlich kein Land auf der Welt, wo die erneuerbaren Energien nicht genutzt werden. Das heißt, Deutschland hat da auch eine Vorbildrolle genommen. Genau, Deutschland hat da eine Vorbildrolle genommen und ich sage es deswegen, weil ja oft dann auch Stimmen laut werden und sagen, ja, was bringt es denn, wenn Deutschland etwas tut? Ja. Es kann eben sehr viel bringen, wenn man zeigt, wie es geht. Und vielleicht noch zwei Zahlen dazu, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Wissen Sie, seit 1990 ist der weltweite CO2-Ausstoß explodiert, um 60% gestiegen. Weltweit. In Deutschland ist er im gleichen Zeitraum um 40% gesunken. Okay. Und das zeigt einfach, dass diese Formel Klimaschutz gleich Wirtschaftsfeindlichkeit einfach nicht aufgeht. Denn wenn es ein Land gibt auf der Welt, dem es eigentlich noch sehr gut geht, ist es Deutschland. Obwohl wir so viel reduziert haben. Super. Also das finde ich jetzt wirklich extrem aufschlussreich, weil natürlich der Mensch immer Angst hat, dass er etwas aufgeben muss für etwas Neues, was wir gerade widerlegt haben. Wir möchten einmal ganz kurz einen Film zeigen, denn auch auf den Philippinen, was wir vorhin gesagt haben, es gibt Länder, wo die Menschen mit mehr Wasser noch zu kämpfen haben als ohnehin schon. Auf den Philippinen kämpfen die Menschen dort mit Flutwellen und das wollen wir Ihnen einmal hier mit diesem Video zeigen. So isa po ako sa nawalan talaga ng tahanan nung panahon po na yon, na kung saan kasama po ang aking ama at ina nung panahon na yon, na ang aming bahay ay nasa tabing dagat. Yung po ay bahay kubo lamang, gawa po sa pawid. Talaga pong nahirapan kami nung time na yun, na panahon na kasama ko ang aking ama. Kasama ko po ang aking ama na nagtutulak dun sa partition ng aming bahay para hindi po mag-iba dahil andyan na po pumapasok na po yung alon. Nakuha lahat ng ilog yung aming bukid. Wala po talagang natira. Kaya hindi po kami nagkapagsaka na ilang taon na po. Na hindi po kami nakakapagsaka, wala na po kami bukid. Tapos, nung lalim nga po ng ilog, nung magbaha po sa amin, hindi po kami makalis sa loob ng bahay. Sa ngayon po, talagang naipiktuan po kami sa climate change ngayon, gawa ng nakaranas nga po kami ng mahinang ani ng palay at kulang sa tubig gawa ng yan ang climate change na sabi nila. Kaya humihina. Hindi namin napalakit, hindi namin napaganda ang aming palayan. Dati, ang inaani namin sa isang hektarya, umaani na kami ng 160 to 200. Ay ngayon, sir, halos 30, 50 ang inaani namin sa isang hektarya dahil dyan sa climate change. Kaya malaki talaga yung naikwan ng climate change sa atin. So for Plan International, climate change is a social and intergenerational injustice. And so those who contribute the least, the poor and the marginalized, are the ones that suffer the most. So we focus more on supporting
these communities, families coming from low-income communities, to be able to build their resiliency to natural hazards and help them cope up to disturbances that are caused by climate change and cold. What? Ja, wir haben es eben schon angesprochen. Sie hatten eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja auch hier in Deutschland eine Flutwelle hatten. Müssen wir gar nicht so weit gehen wie auf die Philippinen. War das für Sie überraschend, dass diese extremen Wetterlagen auch uns erreicht haben? Nein, ganz und gar nicht. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Eigenlob, aber deswegen erzähle ich es nicht. Mein allererstes Buch, das ich 2003 veröffentlicht habe, heißt Hitzerekorde und Jahrhundertflut. Mhm. Und da habe ich dieses Szenario schon beschrieben und genau das ist auch eingetreten. Also wir hatten wirklich Hitzewellen unglaublichen Ausmaßes. Jetzt diese Flut, das war ja übrigens nicht die erste Jahrhundertflut, das war zwar die schlimmste bisher, aber ich kann mich schon an sehr, sehr viele Jahrhundertfluten erinnern, weil ich dann ja auch immer von den Medien angefragt werde und dann schon die eine oder andere Sondersendung zur Jahrhundertflut mitgemacht habe. Und ich glaube, jetzt hat der letzte begriffen, was die Stunde geschlagen hat und dass wir tatsächlich keine Zeit mehr zu verlieren haben. Bisher war es für Deutschland immer weit weg. Das passiert immer irgendwo. Wir haben es gerade im Film gesehen, in Asien beispielsweise. Aber jetzt haben wir erlebt, es kann überall auf der Welt passieren, auch in den hochentwickelten Ländern wie Deutschland. Und ich glaube, obwohl das sehr schade ist, muss ich sagen, dass man doch jetzt irgendwo gelernt hat, dass man etwas tun muss. Vorher war es doch etwas abstrakt, aber jetzt weiß man, okay, man kann mit Natur nicht verhandeln, man kann mit der Natur auch keine Kompromisse schließen. Wenn das CO2 in der Atmosphäre immer weiter zunimmt, wird es immer wärmer und damit werden Wetterextreme auch immer weiter zunehmen. Das ist ja meistens so, dass man, wenn man selbst quasi betroffen ist, dann auf einmal, sag ich mal, die Sachen besser versteht, als wenn es weit weg ist. Haben wir denn überhaupt noch eine Chance, diese 1,5 Grad noch zu halten oder sagen Sie, nee, also 1,5 Grad wäre schön, aber eigentlich keine Chance, das noch überhaupt überhaupt je in den nächsten 20, 30 Jahren einzuhalten. Ja. Vielleicht darf ich noch mal kurz erklären, was solche Zahlen eigentlich bedeuten. 1,5 Grad oder 2 Grad. Also gerne. Im Pariser Klimaabkommen steht ja, dass man die Erwärmung begrenzen möchte auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und die vorindustrielle Zeit ist so typischerweise 1850. Ja. Und dass man alle Anstrengungen unternehmen möchte, die Erwärmung sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Wir stehen heute schon bei 1,1 Grad. Das heißt, wir sind schon dicht davor, zumindest die 1,5 Grad zu reißen. Aber was bedeuten solche Zahlen? Die klingen eigentlich immer so relativ lächerlich. 1 Grad, 2 Grad, was ist das schon? Aber der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit sind ungefähr 4 Grad global. Ja. Und ich glaube, das zeigt nochmal, was solche Erwärmungen eigentlich bedeuten. Wir leben ja schon in einer Warmzeit, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir jetzt nochmal ein paar Grad obendrauf bekommen, dann würden wir Verhältnisse bekommen, die die Menschheit noch nie erlebt hat. Und vor allen Dingen auch in einer Geschwindigkeit, bei der sich einfach weder die Menschen noch die Natur anpassen kann. Das ist eine große Gefahr. Und wir erleben genau diesen Punkt ja auch beim Waldsterben. Wir reden heute über Waldsterben 2.0, durch ein Waldsterben hervorgerufen durch den Klimawandel, weil einfach solche Ökosysteme wie Wälder nur sehr, sehr langsam reagieren können. Und deswegen ist das viel zu schnell, was im Moment passiert. Und das sehen wir leider auf diese schreckliche Art und Weise, wenn wir beispielsweise mal im Harz gucken oder im Schwarzwald, ja, wie sehr die Wälder schon geschädigt sind. Und ja, wir haben noch die Chance, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es würde aber wirklich bedeuten, A, dass wir ab jetzt wirklich den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreicht haben, und zwar weltweit, nur das zählt. Und dass wir jetzt Jahr für Jahr den Ausstoß reduzieren und dann spätestens 2050, 2060 überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Für den Fall sehe ich eigentlich noch positiv in die Zukunft.
Technologisch ist es überhaupt kein Problem. Ich höre immer wieder, und das ärgert mich, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das können wir uns nicht leisten, aber ich frage mich, was ist das für ein Argument, wenn es um den Planeten geht, wenn es um unsere Lebensgrundlagen geht. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einen klugen Mann zitieren, das war Heiner Geißer, früherer CDU-Politiker. Mhm, ja. Der hat mal gesagt, Geld ist genug vorhanden, es ist nur falsch verteilt. Auch sehr schön gesagt, ja, das ist, spricht einiges raus. Wenn Sie an einem Rädchen drehen könnten, an dem größten Rädchen, was Sie hätten, welches wäre das? Um den CO2-Ausstoß. Genau. Ja. Es geht natürlich um die erneuerbaren Energien. Also Sonnenkraft, Windkraft. Ja. Ja, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen, also weg von Kohle, Öl und Gas. Ja. Und wie gesagt, die Technologie ist da. Es ist überhaupt kein Problem. Die Ingenieure sagen mir, wir können das alles wunderbar machen. Lasst es uns machen. Wir machen so eine globale Energiewende in 20, 30 Jahren. Ja? Aber natürlich müssen Investitionen dafür da sein. Und deswegen müssen wir auch zusehen, dass wir die Finanzwirtschaft wirklich dazu bekommen, da zu investieren. Okay. Und nicht eben in alte Technologien, in die Technologien von gestern. Mhm. Genau. Übrigens, da hinten haben wir so ein Kohlekraftwerk. Ja, ich habe es auch schon gesehen. Und es wäre schön, wenn wir keine Kohlekraftwerke mehr hätten. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. In China gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Kohlekraftwerke. Die wollen vor allem sehr viele neue bauen. Genau, die wollen auch neue bauen. Genau. Aber wir müssen ihnen einfach zeigen, es geht auch ohne. Und ich finde auch einen anderen Spruch sehr schön von Franz Alt, dem Fernsehjournalisten. Der hat mal ein Buch geschrieben, der hat gesagt, die Sonne schickt keine Rechnung. Und ich finde, das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Wir zahlen unheimlich viel Geld für Heizen und so weiter, für Energie, für Strom, ja, für Benzin. Und eigentlich ist doch Energie umsonst. Wunderbar. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Herr Latif.